Und in der heutigen Folge... Fick doch alles. Nein, nein, nein. Was ist hier los? Ich sehe nichts und ich habe Angst. Mein Hund! Scheiße! Hast du mich erschreckt? Du kannst sie doch nicht einfach da... Ja, du bist ein sehr süßer Bub. So! Zurück, Simmer. Ich habe eine kurze Pause gemacht, weil mein Hund da war. Bin mit ihm rausgegangen und die Leute sind nach Hause gekommen und jetzt muss ich die Türen zumachen. Hallo? Leute? Also, die Zeit ist so kurz vergangen, so kurz gewesen einfach. Ich will allein sein. Die Leute kommen immer nach Hause. Hört sich. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich festmachen soll, ob es lauter wird oder nicht. Hört sich an wie ein Hund. Das ist ein bisschen... Kurze Pause. Das haben wir zwar schon angeschaut, vielleicht sagt sie was dazu? Nö. Okay. Oder einfach Kopfhörer aufsetzen. Doch, sie hat was dazu gesagt. Guckst du mal. Also ich kann nicht sagen, ob das lauter wird oder nicht. Ich drücke meine die Lautstärke bei mir höher, aber ich kann es echt. Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Schweigen. Alle nehmen das ja gern. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist. Beides. Hä? Wo hörten Sie das jetzt heraus? What the fuck? Das ist so confusing! Was? Du Schweizer! Erstochen! Oh, okay. Ich hab Angst. Ich will nicht so zugrunde gehen. Die arme Erin. Hallo? Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement. Begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir. Der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Okay, das war jetzt der Holmes. Da ist gerade eine Tür aufgegangen. Scheiß doch, die wandern. Da ist gerade eine scheiß Tür aufgegangen. Hier ist ja nichts. Das ist hier nichts. Die Hinrichtung von Haha Holmes. Haha! Da ist ein Knopf, oder? Daneben. Gott, kommt der hier. Das ist so... Warte. Wieso? Was ist hier gerade passiert? Was ist hier los? Hier ist nichts mehr. Wieso bin ich hier gefangen? Nein, 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 nein. Ha! 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 Staying alive! Staying alive! Wieso?
Die... Keine Sorgen. Das tue ich aber längst. Conrad ist weggerannt. Wir finden ihn. Bitte für mich. Entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Oh ja. Deine achtjährige Tochter wird so viel Spaß mit den gruseligen Animatroniken und der Serien da in der Bibliothek haben. Oder... Hörst du dich echt reden? Entspann dich doch mal 2 Sekunden lang. Dann hättest du vielleicht mal Spaß. Spaß haben? Das habe ich vor Jahren ausgedacht. Hey, vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Aber jetzt sind wir hier. Ich habe übrigens keine Untertitel. Ich bin doch nicht Meshuggah, oder? Hier war doch kein Durchgang gerade, oder? Ach du verkackte Scheiße. Das Blöde ist halt, du kannst mit dem rechten Stick halt das Mikrofon drehen und hörst dann halt die Sachen, was sie eh gesagt haben, aber du kannst halt damit die Kamera auch bewegen. Und das ist ein bisschen doof, finde ich. Vielleicht hätten sie es machen sollen, dass du R1 drücken musst und R, damit du das Mikrofon bewegst und mit R allein nur die Kamera. Weil das ist schon ein bisschen doof, dass du halt die Kamera bewegst gleichzeitig, wenn du... Gott, wir werden sterben. Fick doch alles. Nein. Was ist hier los? Ich sehe nichts und ich habe Angst. Mein Hund! Scheiße! Hast du mich erschreckt? Du kannst sie doch nicht einfach da... Ja, du bist ein sehr süßer Bub. Der Hund kommt aus dem Nichts. So. Mein Hund hat mich erschreckt. Itchy, jetzt geht's nicht. You have to give me a freaking second. Hört sich an wie eine Kreissäge. Das ist mein keine Angstlied. Ich sing es, damit mir nichts geschieht. Yeah, I could use that. This is not scary. Ja, das nö. Ich geh doch da jetzt nicht rein. Willst du mich verarschen? Der. Ah! Die Tür geht doch fix hinter mir zu. I take it. Die Tür ging ja wirklich zu. Oh nein. Oh Gott im Himmel. Dreieck ist oben. Oh Gott. Wir sind gerettet. Es hat woanders hingekattet. Schon gut. Was war denn das jetzt? Hat... Sicherung. The fuck? What was that? Hat die Tür eine Kamera im Schlüsselloch oder was? Beruhig dich, Itchy. Ist ja nur ein Spiel. Mein Hund ist nervöser als ich. Hallöle. Okay, schalt den Strom wieder ein. Machen wir gleich. Aber zuerst schauen wir uns natürlich überall um. Also ich schätze mal, das hier kannst du nicht aufmachen, wenn du mit ihr unterwegs bist.
da ist nichts Neues. Okay. Also wenn du mit ihm das nicht aufgemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich das nicht aufbekommen hier, jetzt, zu dieser Stunde. Aber du kannst das hier nochmal finden, okay? Interessant. Okay, da hat sich aber nichts geändert. Das ist sehr interessant, sehr interessant. Haben wir da irgendwas zum Anschauen? Nö. Irgendwelche Münzen vielleicht, die wir übersehen haben. Irgendwas, da kann man jetzt nicht mehr rein. Da ist zu. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist der, so der rote Luftballon von S. Aha. Was, das funktioniert nicht. Das hat mich jetzt überrascht. So, hier ist zu. Okay. Sonst haben wir hier eh auch nichts. Kannst du da hochlaufen? Aus Interesse. 180. Hat sich die Zahl verändert? Ich hab nicht drauf geachtet. Vorhin. Ich glaube, die Zahl war anders vorher, aber ich kann mich nicht erinnern. Ist hier oben irgendwas? Irgendwas an Interesse für uns? Wenn nicht, dann schneide ich das. Yeah, sie läuft so interessant. Was ist das denn? Ah, siehst du, eine Münze, die nehmen wir doch gleich mal mit. Apropos, wir haben den Kurator oder wie er heißt, haben wir jetzt länger schon nicht gesehen. Obwohl ich dir mal dachte, der taucht dann auf und ist so, hallo, ich schau mal, wie du dich so schlägst. Scheiße bist du übrigens. Und dann sagt er dir, wie kacke du spielst und dass alle, die du liebst, sterben werden. Okay, das ist auch wieder das Gleiche. Okay. Sie sagt aber auch nichts dazu. Leg es hin. Lass es liegen. Ja, danke. Sie war sich jetzt ganz sicher. Sie war so... Beobachtet uns jemand? Vielleicht? Nein. Na gut. Aber eine Münze haben wir gefunden. Immerhin. Immerhin. So, dann können wir hier lang. Das ist aber ein bisschen gefährlich, dass die Kabel so rausragen, oder? Scheiße. Hallo? Mr. Dumet? Sind Sie tot? Antworten Sie mir bitte. Versuchen. Ah ja, die kann ja Stromdinger überwinden oder so, ne? So, ich halte R2 immer noch. Puff! Richardson! Mr. und Mrs. Edwards, East Third Lighthouse, unleserlich, Lake unleserlich, Datum 3. August 2011. Sehr geehrte Mrs. Edwards, sehr geehrter Mr. Edwards, wie gewünscht haben wir die Änderung an Ihrem Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Falle Ihrer beider Tode an Mr. Richard Belknap übergeht. Wir empfehlen Ihnen zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen eine Kopie dieses Briefes an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung jederzeit einsehen, wenn Sie sich bei Ihrem Online-Konto anmelden. Jessica Maxwells Unterschrift, Jessica Maxwell, leitende Verwaltungsbeamtin. Okay. Der Name von dem Dupont oder was auch immer, der das bekommt, der kommt mir auch bekannt vor. War das auch in dem weißen Büchlein? Der Name von wegen, dass das der am 11. geboren ist oder so. Was haben wir da? Ansehen? Hallo, ansehen. 17. Wird langsam Zeit fürs 21. Jahrhundert. Große Eröffnung, 2017. Ich dachte, wir sind in 2022 oder so. Das heißt, die Eröffnung wäre ja schon gewesen, dachte ich. Aber the lady looks 10 years younger. But how? Sie sieht 10 Jahre jünger aus. Wie schafft sie das? Columbus Spa, Badehaus, Maniküren, Wellness, Kosmetik und mehr. Das Geheimrezept aus Europa. Neu auf dem Lake Michigan. Personalhinweis. Im Winter gelten geänderte Öffnungszeiten für das Bad. Unsere neuen Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr. Donnerstags lange Öffnungszeiten auf Anfrage. Die Geschäftsleitung, okay. Frinks, bla bla bla. Net, jo, Adresse, bla bla bla. Telefon, Rechnungsdatum. 0451 ist da eingekreist. Okay. Installation eines digitalen Schlosses. Okay. Arbeitskosten, Mehrwertsteuer, Gesamt. Zulassung für Notfall. Da fliegt schon wieder was.
Dienstleistungen. Ich bestätige hiermit, dass ich die nötige Zulassung zur Bestellung der oben aufgelisteten Sicherheitstechnologie habe und der Verkäufer von jeglicher Haftung für die Folgen der Installation oder Nutzung der Technologie befreit ist. Unterschrift Ned Yoke. Ned Yoke, den morgen, na, nicht gerade den. Okay, ich finde es interessant, dass sie immer das Licht, die von der Taschenlampe abdreht, wenn sie was anschaut. Bin so, dann kannst du ja eh nichts lesen. Das sieht aus, als würde es wäre so heiß wie ein Kevin allein zu Hause verschlossen. Tja, da müssen wir wohl einen Schlüssel finden. Ach du Schande. Oh Mann, ey. Das gefällt mir ja so gar nicht. Vor allem, wir sind hier allein unterwegs. Wenn wir wenigstens zu zweit wären oder so, dann würde ich mich wohler fühlen. Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Ja, wieso hast du den nicht? Du dumme Nuss. Selbst schuld, Jamie. Bist selbst schuld. Triff bessere Entscheidungen. Solltest du. Hättest du mal. Viel Spaß mit deinem Erinnerungsstück. Ben at Killer Fernalia. Online-Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Das ist schräg. Ich finde das immer komisch, wenn Leute von Serienmördern was kaufen. Außer es ist so ein Museum oder sowas, ne? Aber wenn du so privat sammelst, bin ich so ein bisschen schräger Vogel, Entschuldigung. Kreditkarte bezahlt. Name Holmes' Hut. Beschreibung authentischer Originalhut, den er auf bekannten Fotos getragen hat. Höchstgebot $24.100,99. Benutzername 1896. Bestimmt irgendwas mit Holmes. Und der ist gestorben. 96. Weiß der Teufel. Oh, da ist die Kreissäge. Das morgen nicht. Aber alles schön sortiert hier. Ach du meine Güte, was ist denn das da drüben? Sieht aus. Oh, ich dachte, da springt mir jetzt was entgegen, Alter. Ja, der Bellknapp. Bla bla. 4. Januar 2017. Sehr geehrter Mr. Bellknapp, im Anschluss an unsere Gespräche bezüglich der Renovierung des Hotels, um es in eine Touristenattraktion zu verwandeln, haben wir die notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung Ihrer neuesten Entwürfe kalkuliert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Aufschlüsselung der Arbeiten sowie einen Voranschlag der Gesamtkosten. Die Arbeit kann am Dienstag, 13. Januar, aufgenommen werden und wird in etwa 10 Wochen dauern. Die Arbeiten wären somit wahrscheinlich am Freitag, den 24. März, beendet. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn das für Sie in Ordnung ist. Freundliche Grüße, Kelly Schröders, Unterschrift Kay Schröder, Projektadministrator vor Ort. So, was haben wir da? Beschreibung, Dauer 7 Tage, Wochen, Stunden, Kosten erweitern, Verstärken von Räumen zur Unterbringung von Anlagen, um Teile davon zu bewegen. 10 Wochen. Aha, okay. Installieren von verschiedenen Fernbedienungsempfängern im gesamten Hotel. 9 Stück, oder was? Nein, 9 Tage. Okay. Überholen des Rohrsystems, insbesondere im Keller. Kosten für verschiedene Baumaterialien, ausführliche Auslistung auf Anfrage erhältlich. Mhm. Okay. Ich weiß es nicht mehr, was. 0 4 5 1 Ich habe mir was gemerkt. Okay, also hier Gott sei Dank. Etwas aus diesem Jahrhundert. Ja, okay. Das machen wir aber noch nicht. Wir schauen uns zuerst noch da drüben um. Wir wollen ja alles erkunden, was möglich ist, auch wenn es uns vielleicht das Leben kostet. Aber das nehme ich in Kauf, ist ja auch nicht mein echtes Leben. So. So geil, wie sie mit dem Finger so. Funktioniert das nicht? Normal. Nö. Okay. Schade.
Na gut, dann nicht. Theater? Ein roter Knopf. Ein verdächtiger roter Knopf. Öffnen auch noch. Alter. Piano? Ja gut, ja gut. Drücken wir mal den Knopf. R2. Die Sicherung. Verdammt. Hätte ich mal, nicht wahr? Mach die Tür auf. Ah, wir sind zurück. Alles klar, cool, okay. Ja, dann, ich glaube, es ist wurscht, so oder so, kommen wir wieder dort an. Das eine ist nicht schneller als das andere, glaube ich. Ah, das ist verschlossen, verdammt, nein, stop it! Falsche Richtung! Hallo? Okay. Ja, vielleicht wäre es andersrum doch schneller gegangen, aber ja, was? Gehen wir. So, und jetzt einmal untersuchen. Zum Ausrüsten des Universalmessgeräts, um Sicherheitskästen zu reparieren. Ja, ich weiß, haben wir ja schon einmal gemacht. Oh Mann. I've had to wire in on itself due to the shady equipment at this place. Follow the... and it will be fine, okay. Da. So. Machen wir nochmal aus. Und dann so. Aber das ist von dem hier nach unten. I'm so confused. Schade. Verdammt! Wie funktioniert denn die Scheiße? Hä? Ich verstehe diese Fuseboxen nicht. I'm too stupid. What is happening? Follow the diagram and you should be fine. Yeah, but I don't understand it. Okay, alles klar. Ich habe jetzt nachgeschaut. Nicht die Lösung, aber ich habe nachgeschaut, was sie eigentlich von mir wollen. Und was sie einfach wollen, ist die Box, auf die mehrere Pfeile zeigen. Das ist die letzte Box. Also musst du zuerst alle anderen einschalten und dann die auf die mehrere zeigen. Also in dem Fall die hier unten rein. Theoretisch müsste jetzt... Ja, okay. Warum malst du es dann nicht so auf, Laura? Du dumme Nuss. Mal umdrehen. Die Stimme passt hervorragend für so Audiobooks, finde ich, so für so Kinder-Audiobooks, ne? Aber abgedreht. Da hört sich aber was ganz ungesund an da drüben. Was ist das denn? Sehr geehrter Mr. Clark, Mr. Belknap hat weitere Renovierungen für den Wellnessbereich des Hotels angeordnet. Wir sind dabei, einen konkreten Vertrag auszuhandeln und möchten, dass die verbleibende Mannschaft einen Kostenvoranschlag kalkuliert. Mr. Belknap kann eine detaillierte Aufschlüsselung der von ihm gewünschten Arbeiten übermitteln. Sobald wir Ihren Bericht haben, werden wir eine Ersatzmannschaft schicken, um Sie und Ihr Team für eine Weile zu entlasten. Bis dahin bitten wir Sie, sich weiterhin an die Bedingungen der Geheimhaltsvereinbarung zu halten und diesen Zeitraum als eine Verlängerung des vorigen Vertrags zu beachten. Mit freundlichen Grüßen, der Schröder schon wieder. Kostenvorschlag: Jesse, Laura, Frank, Monica und Ryan. Na, schau, die Laura, Elektrik- und Baustellenvorbereitung, die ist verantwortlich für den Blödsinn da drüben.
Monika. Okay. Irgendwer schnauft da drüben auch. So. Was ist das? Oh, Scheiße. Die hat durch ihre... das war jetzt nicht so prickelnd. Oh. Funktioniert das jetzt? Aus irgendeinem Wunder? Nö. Irgendwer meditiert da drüben. Der große rote Knopf, natürlich drüber den. Ah, das Barbierquartett oder so. Was zur... Well, that's strange. Eine Meerjungfrau singt auf den Wellen. What the fuck am I looking at? Oh, ha. Bäh. Nein, geh hoch, du dumme Nuss. Da ist was. Was ist das denn? Oh, eine Kassette. Die kann ich anhören. Nimm sie mit. Verdammt! Ich wusste, dass das passiert. Ich hab's gewusst. Aber es hat so lange gedauert. Es hat so lange gedauert, bis sie es gemacht haben. Was war das? So, jetzt aber. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle gehen. Genius! Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ah, die Zigaretten. Oh, alles kommt zusammen. Die Puzzleteile. Scheiße, das ist also, gut. Ja. Oh, ja, rauchen. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Ja, das wissen wir. Und eben Werbung für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Yeah, pretty smart. Komm mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisen 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Dieser Mann war da, der weiß das. Der kann sich gut in diesen Serienkiller reinversetzen. Naja, die Verrückten können das ja normalerweise. Deswegen sind ja Psychopathen, glaube ich, die besten Profiler oder so, weil sie es halt am ehesten nachvollziehen können. All die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe sie an als Bauherr. Sag, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung. Mann, das waren die guten alten Zeiten damals. Ruhig zu verstehen, wie warum ist ich so gut. Komm her. Setzen Au! Ruhig ihre forensische Wissenschaft ein. Weh. Aber sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Mandate. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Nein, ich will es eigentlich auch nicht. Sehen, wie in jemandem das Licht erleuchtet.
Watch the fire burn. Er ist nervös, weil ich nervös bin. Geht's dir gut? Ja, ich hab gut, ich hab alles gut. Ja, Babybär. Ich muss ja nicht mehr viel. Ich bin ja fast fertig. Was ist das denn jetzt? Warum war denn jetzt? Oh, okay. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Ja. Ich muss da hinten nur noch Sieht gut aus. Den Scheinwerfer anschalten. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Magst du runter? Wo sind die anderen? Danke für dein Loblied. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Magst du runter? Was zur Hölle? Das war ich? Ichi, komm. Okay, nein, in Ordnung. Okay. Keiner busy. Hey, Hilfe! Alles gut, Schatz, es passiert schon Hilfe. Nichts. Hilfe, ich kann nicht sehen. Es passiert schon nichts, aber ich kann so nicht spielen, Schatz. Hey, Leute. Leute, bitte. Aaron? Ich krieg die Tür nicht auf. Wieso ist... Ist das sachlich? Er holt mich hier raus. Ich kann nicht sehen. Na komm, Michi. Brecht sie auf. Okay, warte. Ich bin jetzt bereit. Der Typ sitzt auf der Ecke. So, I'm just... Peace. Ja, weil du hyperventilierst, Mädel. Relax. Du hast ja auch die Kamera, du kannst... Ah ja, sie hat ja diese Stauballergie-Scheiße. Ich brauche meinen Inhalator. Ich brauche meinen Inhalator. Wie ist deine Zimmernummer? Ich, schnell! Du weißt ihre Zimmernummer nicht? Aber sie war doch in ihrem Zimmer, oder nicht? I'm so confused. Aaron, relax. You're making me nervous. Ruhig, okay? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, aus. Wir müssen diese Tür... Leute! Die stirbt noch nicht. Ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und der Typ macht das einfach nur aus Jux und Tollerei. Er ist einfach nur so... I'm having so much fun! Das Arschloch. Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Was? Nee, ist eine andere Tür. Nein! 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 I am ready to press the button! Bleiben Sie weg von mir! Rechtfertigen das hoch? Oh. Ja, das würde ich auch annehmen von irgendjemandem, der da gruselig... Angreifen? Ja, okay, warum nicht? That was weak! Face! I wanted his face! Mann, die Dame ist ja aber scheiße in ihrem Ding. Oh, oh. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Nicht! Vielleicht hätte ich nicht angreifen sollen. Ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich habe doch nicht gewusst, dass sie so einen Scheiß anstellt. Okay, ich mach mal deine Augen zu. Na, immerhin. Ah, Mann. Entschuldigung mal, aber was war denn das? Sie geht hin... Ich dachte wenigstens, sie schubst ihn weg oder so und rennt vorbei. Aber, ey Mann, das war ja lächerlich. Nicht hier. Was sie da angestellt hat. Hier ist niemand. Wo ist sie? Ich hab Scheiße gebaut. Sie hat einen Ausgang gefunden, eine zweite Tür, eine Luke oder sowas. Ausgang? Das ist eine Abstellkammer. Müssten sie nicht irgendwo das Blut sehen, rein theoretisch? Weil...
Anderer, naja, viel war es ja nicht. Aber es müsste am Boden was sein. Aber wahrscheinlich haben sie es übersehen oder so. Ah. Bitte sagen Sie es nicht, Professor. Ich weiß, ich habe verkackt. Sie wohl darauf reagieren wird. Ah, who gives a shit? Sie schienen doch gerade zu begreifen, was sie füreinander fühlen. Ja, aber... Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Yeah, he's kind of a dick. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so, denn es warten noch viele Herausforderungen. Da fliegt ein Rabe in ihrem... Und das kann in ihrer Bücherei. Sehr frustrierend sein. Manchmal ja, ich sie. Deswegen solltest du die Spiele ja auch selber spielen. Sie aber greifen ein. Ja, aber ich kann ja auch nicht wissen, dass sie so schwach angreifen. Bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Kann ich nicht die Münzen bei ihnen einsetzen oder so? Ich dachte, sie wollten meine Münzen. Na, großartig. Wo zur Hölle ist sie? Sie ist tot. Muss hier sein. Ja, fuck! Es gibt sicher eine einfache Erklärung. Das reinste Labyrinth. Scheiße. Sie hat sich nur verlaufen und... Und wie, am Spieß geschrien? Ihr habt sie gehört. Der Spieß ist passend. Funny story. Bullshit. Du willst bloß den Dreh nicht einstellen, Charles. Ich dagegen habe kein Problem damit. Etwas läuft hier falsch, also finden wir Aaron und hauen von dieser verdammten Insel ab. Von mir aus beruhig, gerne. Okay, ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Bye. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. I don't fucking know, honestly. Denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Wirklich ernsthaft, Dude? An diesem Punkt? Warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Hier passieren schräge Dinge. Ich würde nicht hier bleiben. Jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Die Show ist also wichtiger als Aarons Verschwinden? Ich bitte dich, Mark. Wir finden Wenn ihr in der Situation wärt, würdet ihr jetzt abhauen und eurem Freund, die Aaron, zurücklassen? Ihr wisst ja noch nicht, dass sie tot ist. Ohne die Show sind aber ich glaube, ich würde ganz ehrlich aus dem Hotel gehen und wäre so, I don't want to be here anymore. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Wir beten drei Ave Maria und hauen ab. Los, lasst uns einfach weitermachen. Ich werde Dumet suchen gehen und alles mit ihm klären. Aber er ist doch von der Insel abgehauen. Hat, schuldet er uns ein Interview. I'm so und Aaron lassen wir allein? Oder war das nicht der Dumet? Bravo, Charles. Vielleicht verwechsel ich die ganze Zeit auch mit ihm. Du konntest dich gut selbst täuschen. Dumet ist weg. Das habe ich gesehen. Okay, also ist er der Typ. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv Wir müssen denken. Ja nur checken, ob das Boot da ist. Und dann wissen wir, ob er wieder zurück ist. Ist nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Wenn wir eh nach Dumet suchen, finden wir vielleicht auch Aaron. Ah, oder ihre Leiche. Mir ist egal, was er Wäre spannend zu wissen, was er damit anstellt. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Ja. Klar doch. Ja. Okay. Oh Gott, unter dem Bett ist eine Gasleitung. Wahrscheinlich. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Gar nicht. Ich werde die Aufnahme beenden. Einstellung. Falls er mir dabei über den Weg läuft. Verfalls. Verfalls. Wie kann dir das nur egal sein? Ich kann an mehr als eine Sache gleichzeitig denken. Weißt du, dank diesem Job hier habe ich endlich erkannt, wie echte Soziopathen aussehen. Tja, und wie redest du an mich? Ach, Arschloch. Okay, das haben wir schon angeschaut. Das ist das Gleiche. Es ist nur finster, deswegen. Mach mal Licht. Verdammt, mir ist einer abgerappt. Einer ist mir abgeratzt. So ein Scheißdreck. Oh, das macht mich traurig. Aber werde ich trotzdem die Aufnahme hier beenden für heute. Vielleicht spiele ich noch was anderes. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.